Ja, also das waren irgendwie alles nicht so eine Schwachköppe, so von wegen wie letztes Jahr. Rammstein ist the best. Der Rest ist alles kacke. Ich fahr wieder nach Hause. Nee, sowas war da irgendwie gar nicht bei. Also hat mir richtig Spaß gemacht. Steinmatz. Matz. Steinmatz. So. Ja, also war auf jeden Fall wunderbar. Meine Stimme hat sich auch wieder mittlerweile erholt. Also Steinmatz wollte ich da jetzt so generell haben, ne? Also Matz und die Steinziegel nehmen wir mal einfach mit als Steinmatz. Oder ändern wir das? Ne, pass mal auf, das ändern wir. Das ändern wir. Hier machen wir Steinmatz. Und hier machen wir Steinziegel. Ja, also jedenfalls war echt wieder Bombe dieses Jahr. Also ja, Nero, du fandst das auch nicht schön, dass wir weg waren. Ja, die Katze ist hier so ein bisschen Amok gelaufen in der Zwischenzeit. War ja nur ganz alleine, nicht? Meine Schwiegermutter hat zwar ein bisschen auf die Katze mal so geguckt, ein bisschen dahin geguckt. Was ist denn los mit dir? Und ansonsten, ja, als wir wieder kamen, man sagt ja immer, Katzen interessiert das gar nicht, ob die Besitzer da sind oder ob sie weg sind. Ne? Also so getreu dem Motto, Besitzer kommt nach Hause, Katze sagt, schön, ist der feine Herr auch mal wieder da. Also bei unserer Katze, ich kam hier hoch durch den Keller und dann lag sie da und dann guckt sie mich mit großen Augen an. Ich sag, na Nero? Und dann hat sie so richtig, irgendwie so als wenn sie gecheckt hat, dass ich das bin. Dann sprang sie auf und die fing an zu zittern, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Katze, die stand hier, war voll am Abzittern. Ich so, ey, komm mal runter, was ist mit dir nicht richtig? Total geil, total geil. Also ich fand das echt lustig. Hier sind da noch Knochen drin, die gehören da doch gar nicht mehr rein jetzt. Knochen. Ist egal. Rotten Flash haben wir jetzt. Slimeballs und Schwarzpulver. Lassen wir auch so. Slimeballs. Schwarzpulver. Ah, lassen wir so. Ist ja egal. Nita Rack. So, hier haben wir jetzt auch noch irgendwie Spezial. Keine Ahnung. Aber da können wir hier mal. Ausrüstung. Schreiben wir wieder Deko ran, ne? Deko and more. Ja, Deko and more. Das hat sowas Verwegenes irgendwie. Nein, hat's nicht, aber lass mich einfach an dem glauben. So, Wolle, Färbezeugs. Haben wir hier? Nicht. Glas, Feldzeug, Sand. Kakteen, Bodenschätze, Kohle, Redstone, Mechanismen, Gravel. Holz, Matz. Einfach mal so generell gehalten. So, und dann haben wir die vier Kisten noch. Hoppala. Das ist alles jetzt Koppelstone. Bitte richtig schreiben. Koppelstone. So ist richtig, so ist gut, so schön. Warte mal kurz. Muss doch gleich wieder das Mikro wieder etwas. So, so müsste besser sein. Ich sehe nämlich gerade auf meinem linken Monitor, das ist ja alles hier schon wieder Kraut und Rüben. Erstmal das Ganze ein bisschen lauter. So, Dalle. Ja, das haben wir. Die Felder, die wachsen und gedeihen ja jetzt vor sich hin. Das ist ja auch wunderbar. Nicht? Also, ja, liebe Leute, ich muss auch mal sagen, so erstmal sorry, dass ich nicht so viel auf die Kommentare in der letzten Zeit eingehen konnte, weil halt erst Wacken, dann Stimme weg und meine neue Umschulung hat jetzt ja angefangen. Ach Gott, erste Prüfung gleich in der ersten Woche geschrieben. Ach Gott, was soll der Trivolo sagen? Ja, erste Prüfung über das Thema Tabellenkalkulation mit Excel und, was soll ich sagen, ne? Typische Nerd-Faktor, glatte 1. Menschen wie mich hätte ich früher verprügelt. Voll der Streber hier. Morgen schreibe ich denn, also morgen haben wir dann, beziehungsweise für euch wäre das dann, weiß ich nicht, heute, gestern, keine Ahnung, Dienstag, 12.8. werde ich dann mal eine Arbeit schreiben oder eine Prüfung schreiben in dem Fach, naja, Fach kann man nicht direkt sagen, zu der Thematik Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz. Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz, wo kommt denn der her? Hey, Gonzo, komm, Kopf. Brenne! Burn!
Burn, Baby, burn. Oder so ähnlich. So, die Erfahrungskaki-Kügelchen habe ich alle bekommen. Da ist noch eine Spinne, die lasse ich mal in Ruhe. Ich wollte hier nochmal kurz ein bisschen was gucken. Da hier war dann alles soweit in Ordnung. Weil ich habe nämlich jetzt echt den Faden so ein bisschen zu meinen eigenen Folgen wieder mal verloren. Da ich ja vor dem WOA so viel wie möglich aufnehmen wollte. So viel wie möglich. Aber so viel, wie ich dann unterm Strich aufgenommen habe, damit hatte ich nicht gerechnet. Dass es halt so viel wird. So, die Ecke wollte ich lassen, wie sie ist. Aber hier, da will ich jetzt, glaube ich, nämlich doch eher zumachen. Genau, und dafür Stein und jetzt kommt die Erinnerung. Entschuldigung, da jetzt kommt die Erinnerung wieder. Dafür wollte ich erstmal rüber eiern into the Dorf und dann wollte ich mir into the Dorf, out of the Dorf, hier Stone holen. Da müsste ja noch genügend Stone rumliegen. Ja. Ja, ich weiß nicht, soll ich euch jetzt noch mal ein bisschen was über das Wackenhuben mehr erzählen oder soll ich euch mal wieder über irgendwelche anderen Thematiken was erzählen? Ich weiß das jetzt gar nicht. Mensch, was gibt's denn sonst so? Och ja, pass mal auf Wacken Open Air. Machen wir noch mal hier so ein bisschen. Erzähle ich euch mal ein bisschen, was ich auf dem Wacken Open Air gesehen habe. Und dann erzähle ich euch später noch mal ein paar andere Dinger. Bestimmt höre ich mittendrin sowieso wieder auf, weil mir irgendwelche anderen Gedanken kommen. Also, was habe ich denn an Bands gesehen? Mittwoch kamen wir an. Mittwochmorgen 6 Uhr hier aus meinem kleinen Kackratzedorf losgefahren. 1,5 Stunden später circa waren wir da. Wir haben eine Pause gemacht in Bad Segeberg bei meiner alten Kaserne. Heimat der Holsteiner Panzergrenadiere, die 2008 aufgelöst wurde. Letto-Vorbeck-Kaserne. Und ich muss mir mal nebenbei hier einen lecker Energy-Drink aufmachen. Yam, yam, yam. Nein, es ist kein Red Bull. Es ist ein Booster. So. Ja, dann waren wir halt da und dann so Zelt aufgebaut und so weiter. Und ich hatte ja so ein paar Jungfrauen dabei, also Jungfrauen im Sinne von Menschen, die das erste Mal auf dem Wacken Open Air waren. Die mich zwar privat schon einige Zeit kennen, aber die dann doch etwas komisch geguckt haben. Denn Ankunft, Zelt aufbauen, Pavillon aufbauen, Bier raus. Und sofort den ersten halben so weg. Na, wie der Tribolo halt so ist. Ich meine, Wacken ist nur einmal im Jahr und da kann man auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen, möchte ich mal sagen. Da geht das schon. Da kann man das schon mal machen, sag mal, hör mal. Na, so ist zumindest meine Meinung. Ja, und dann Mittwoch dann halt das erste Bier weg. Alle anderen waren dann auch fertig mit ihren Zelten. Dann erstmal los zur Bandausgabe. Und da haben sich ja die Initiatoren vom WOA selbst irgendwie ins Knie reingemacht, weil das war so fail. Jetzt durch diese Personalisierung auf den Tickets, die es ja seit diesem Jahr dann, also seit für nächstes Jahr, nicht mehr gibt. Ey, da war ein Andrang. Oh, unglaublich. Da musste jeder, der hinging, musste sein Ticket vorzeigen. Das wurde dann eingescannt. Und dann musstest du noch den Personalausweis vorzeigen. Bupp, und dann kamst du durch und dann hast du dein Band gekriegt, dein Full Metal Back da, den Quatsch. Und ja. Und haben uns gleich mal die erste Band angeguckt. Keine Ahnung, was das war. Das war auf jeden Fall schlecht. Das war so schlecht. Das war so, oh Gott. Das war irgendwie so ein Metal-Battle-Sieger. Keine Ahnung, Usbekistan oder so. Was weiß ich. Die war, ja, ich hab keine Ahnung, wer das war oder so. Ich hab gesagt, lass mal kurz reingucken und so weiter. Oh, die waren einfach schlecht. Na gut. Mittwochnachmittag dann irgendwann habe ich gemeint, so, hey, ihr müsst mal einmal so, insbesondere halt die Jungfrauen, ihr müsst ja auch mal einmal in eurem Leben Mambo Kurt gesehen haben. Also Mambo Kurt. Der mit seiner Heimorgel klasse Metal-Songs covert. Ja, ihr habt richtig gehört. Mit einer Heimorgel. Das ist so schlecht, dass das schon wieder gut ist. Also ernsthaft, der Typ hat einfach Kultstatus. Das ist einfach so. Der hat einfach Kultstatus. Ja, dann haben wir uns den angeguckt. Und dann ging das ja auch weiter später dann mit den Firefighters. Und dann war ja auch der Mittwoch schon wieder gelaufen, ne? Nur abends irgendwann betrunken ins Bett gegangen und beziehungsweise halt ins Zelt und noch so ein bisschen rumgepötschert und so. Und ja, nächster Tag war dann ja schon mal so, das war dann ja der Donnerstag. Da gab es dann ja schon mal die Eröffnung. Die Eröffnung wurde dann dieses Jahr gemacht von Skyline, wie immer. Ja, genau, Skyline. Moment mal, jetzt fällt mir gerade mal was auf. Letztes Jahr, da hat aber eine Band vor Skyline noch gespielt, glaube ich. Annie Later hat, glaube ich, noch vor Skyline gespielt. Na, Skyline war auf jeden Fall der erste Act. Haben wir uns angeguckt. War jetzt, glaube ich, für die, die mit waren, war das jetzt, glaube ich, nicht so deren Fall. Ja, mein Fall war das absolut. Also,
jedes Jahr gerne wieder, ne? Also, macht halt Spaß.